Warum ist das so dunkel hier, Junge? Mit dem Darkroom oder was? So, moin moin, was geht? Boah. Ja, ich muss noch einen essen, Digga. Ich muss noch einen essen. Noch so ein Orange hier. Mhm. So. Mach mal Licht an. Hab kein Licht, Junge. Weißt du, wie ich jetzt hier Licht gemacht habe? Mit Google. Ich hab jetzt einfach ein Google-Fenster aufgemacht, Digga. Ich hab keine Lampe mehr, Mann. Ja, okay, wo fangen wir an? Was hab ich gesagt? Hier, Rally Raid, ne? Da gehen wir rein. Mit dem Ford. So. Was ist das für eine Strecke hier? Nicht, jetzt hab ich nicht mal geguckt, wie die scheiß Strecke heißt, ey. Okay, mal gucken. So. Ford, ich habe gerade angekündigt, du kannst 300 fahren, also gib mal ein bisschen Gas hier. Ja, wir waren nah dran. Nah dran. Keine Ahnung, ich glaube, ich war hier noch nie auf der Strecke, Alter. Gefühlt erste Mal. Hier muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, da kommen überall Bäume jetzt. Oh, nee, nee, nee. Nein. Nein. Ja, perfekt. Das machen die auch wieder extra, so weißt du. Schön den Checkpoint hinter der Baumgruppe stellen, ne? Könnte ich hier schon einen für klatschen, ne? Ganz ehrlich, ey. Die ganze Zeit kommt kein einziger Baum. Da kommt so eine Baumgruppe und genau hinter der Baumgruppe, da ist der Checkpoint. Da ist ja klar, ne? Jetzt hier rechts, links. Keine Ahnung. Hier hinten ist auf jeden Fall der nächste Checkpoint. Ich muss so ein bisschen hier durchfahren. Ja, richtig. Ja, okay. Auto ist einfach zu fett. Irgendwann mal sind wir das, glaube ich, schon mal gefahren, aber mir sagt das gerade echt gar nichts hier, die Strecke. Das muss ich am besten nochmal machen gleich. Hier auch wieder hinter der Baumgruppe den Checkpoint. Vielen Dank. Ach, hier sind wir, bei dieser Burg. Ja, okay, ich dachte vorher, da können wir noch dran vorbeifahren, ne? Dann müssen wir diesen scheiß Sprung nicht machen. Ja, okay, wenn wir es gleich nochmal machen, nächste Runde, dann fahren wir einfach links dran vorbei oder so. Ja, links, 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 links. Ja, da musst du schon eher links fahren. Scheiße, da musst du viel eher links fahren. Wenn ihr hier auf der Map die Straße seht, dann auf die Straße am besten. Ja, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. So. Ja, schade. Ja, dann musst du erstmal 10-mal die Strecke fahren, damit du das mal auswendig kennst hier. Ich glaube, ich bin hier nur einmal gefahren oder zweimal, keine Ahnung. Dreck. Aber ich glaube, wir waren schon mal schneller. Müsste eigentlich reichen, ne? Ah, guck mal hier. 125 will ich immer ungefähr, oder 120, das passt schon. So, was haben wir jetzt hier eingebaut? Das war, glaube ich, der verbesserte, ne? Ja, 1% mehr pur, 1% mehr Extra-Portionen, das auf allen Teilen. Ganzes Set Profi-Einstellungen habe ich drinne. Findet ihr im Discord, ne, wisst ihr. Okay, gehen wir mal hier in das Rallycross. Fiesta. Zu dem Wagen habe ich ein Video gemacht, ne, weil der war eigentlich ganz cool. Der war zwar so ein bisschen mit dem Heck, glaube ich, kam der raus, ne? Aber, ja, da ist er. Der war ganz cool, aber man muss ein bisschen aufpassen damit. Aber ich glaube, das ist jetzt hier sowieso die Strecke, wo du am besten gar kein Nitro drückst, ne? Ja, ich glaube, das ist die Strecke. Ja, das ist die Strecke. Also hier brauchst du eigentlich auch gar keinen Nitro-Mischer. Das macht schon wieder gar keinen Sinn bei dem Auto, ey. Der Strecke hier nicht.
Hier bremse ich immer vor dem Huckel hier. Wenn man danach bremst, dann fliegt man schon viel zu weit. Ah, jetzt fahre ich außen rum, ey. Oh. Dreck. Hätte man gerade links reinfahren können. Voll verpeilt wieder. Ich wäre lieber mit dem Audi gefahren, sage ich ganz ehrlich. Weil wenn du bei der Strecke es schaffst, nicht zu rutschen, also nicht quer zu fahren, dann hast du schon viel mehr Zeit gut gemacht. Das wäre mit dem Audi halt viel geiler gewesen. Naja, aber ist ja der Forza mit, ne? Ist ja klar. Dann. So. Ja, okay, nicht mal die 120, aber... Ja, scheiß drauf. So, beim Fiesta hatte ich jetzt auch ein ganz nitromischer Set... Bisschen mit matschig und extra Portion und manchmal einfach extra Portion und pur. Aber wie gesagt, Leute, das macht gar keinen Sinn. Also, ihr könnt auch irgendwie sowas hier einbauen, solche Teile. Das reicht, du brauchst kein Nitro hier. Am besten ist eh kein Nitro drücken, dann brauchst du weniger Unfälle. Letztes Offroad-Rennen mit einem Hypercar, da bin ich mal gespannt. mit so einem fetten Auto hier. Ach, die Strecke ist das. Ah ja, perfekt. Fahren wir nämlich hier lang und nächste Runde können wir mal versuchen. Der Wagen ist ja eigentlich schon, der muss ja schnell sein, ne? Vielleicht schaffen wir es mit dem so da zu respawnen. Mal gucken. Hallo, Nitro! Ja! Ja, ich bin zu weit geflogen. Und zu hoch irgendwie. Am besten man berührt ihn nicht. Am besten dieses über das Dach drüber springen und nicht berühren. Früher war das mal irgendwie anders. Da ist man, glaube ich, schon in der Kurve gespawnt. Flieg mal weiter nach rechts. Hä, wo bin ich denn jetzt? Oha, wo bin ich denn jetzt, Junge? Ja, das ist besser. Ja, direkt neu starten. Ja, nach rechts fliegen, Junge. Habt ihr gesehen, wo ich gelandet bin? Oha. Das ist ja aber voll komisch, ne? Also früher ist man immer hier gespawnt. Das ist ja geil. Wenn wir jetzt hier direkt hier spawnen, ist das schon nice. Am besten hier schon direkt mit Nitro losfahren, ne? Und jetzt rechts rüber. Über das Ding rechts. Nach rechts und respawnen. Ja, perfekt. Bisschen spät gespawnt, aber perfekt. Ja, geil, Alter. So läuft der Hase. Einfach nach rechts springen, Junge. Oh, ich habe wieder kein Nitro gedrückt, Digga, das gibt's nicht. Aber noch geschafft. Perfekt. Ja, perfekt. So, genau so war richtig. Guck mal, da fährt Douglas. Heffernan. Man kennt ihn. Ach, von euch kennt's wieder keiner, ne? Perfekt. Ja, voll OP, Junge. Voll OP. Voll OP, 1,18, Junge. 1,17,9. Macht 138,8888. Ja. Müsste wieder geht, ne? So, ganz nitromischer Set. Ich glaube, für den Sprung wäre es geil, wenn man das hätte. Ne? Komplettes Set mit extra Portionen pur. Ich habe hier was 1% mehr, aber das ist egal. Profi-Einstellung habe ich nicht eingestellt. Brauchst du auch nicht. Was hin? Street Race mit dem Ford. Also, im Regen habe ich ja gar keinen Bock, ne? Erstmal Platz frei machen, Junge. So. Also, wie ich gerade schon sagte, das fahre ich jetzt einfach mit dem Wagen hier. Sonst habe ich das Einzige, was noch gut ist, was ich habe, oder was eventuell gut ist, wäre der Ford GT. Den bin ich aber noch nie gefahren. Keine Ahnung, ob der überhaupt gut ist. Ich habe auch keinen Bock, jetzt hier ein Auto zu fahren. Wo kommt der denn her? Hm? Ey, der hat mich jetzt voll irritiert, der Lelek. Ey, wie kann. Hä? Der ist einfach vorne, aber ist Platz 8. Ja, okay. Aber interessant.
Ja, auf jeden Fall habe ich keinen Bock, den Ford GT zu fahren, weil da habe ich ja nicht mal ein Video zugemacht. Oh ja, behinder mich halt noch. Hätte man noch ein bisschen härter abkürzen können vielleicht. Ja, aber guck mal, im Dunkeln hier mit so einem Auto schon. Der Wagen sieht auch echt krank aus, ne? Ich hab ihn schon lange nicht mehr gesehen. Alter, der einen Auspuff, ey. Da kannst du auch deinen Kopf reinstecken. Also bei dem Wagen würde ich auch auf jeden Fall Profi-Einstellung drauf machen, falls jemand den überhaupt benutzt. Alter, der dreht durch wie ein Dulli und kommt nur mit dem Heck raus. Vielleicht wäre der VGT doch besser gewesen, aber egal. Muss reichen. Warum krieg ich keine Driftpunkte, Mann? Ich locker schon 200.000 Driftpunkte haben eigentlich. Beste, ey. Also der Wagen ist auf jeden Fall keine so gute Entscheidung, glaube ich. Aber egal, wir sind da. Bitte gib mir einfach 120, dann muss ich das nicht nochmal machen. Okay, nochmal neu. Boah, ist das eine Dreckskarre, ey. So. Nein, Junge! Ey, das kann ich... Nee, Alter, nee. 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 Einfach nein. Nee, Digga, das fahr ich nicht nochmal. Sonst mit der Scheiße. Kein Bock. Nee, Digga, kein Bock. Nee. Nee, Junge. Nee. 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 Ja, ist mir egal. Verpiss dich. Nee. Nein. Nee. Nee. Na, Alter, dann fahr ich jetzt hier Touring-Car. Tschüss. Nee, Junge, da hab ich keine Nerven mehr für. Ehrlich nicht. Da hab ich keine Nerven für sowas, ey. Echt nicht. Also macht das am besten mit dem Ford GT. Also schlechter kann er eigentlich nicht sein. Ist zwar auch eine Heckantriebbude. Ich habe echt keine Ahnung, wie der Wagen fährt. Noch nie gefahren, aber viel schlechter kann es eigentlich nicht sein. Also einfach mit dem Ford GT mal ausprobieren. Ist bestimmt besser als das Ding. Den Wagen fahre ich auch nie wieder. Das war das letzte Mal jetzt. Letzte Mal war das. Nee. Also so ein... Nee. Locker extra reinprogrammiert, ey. Damit ich da extra gegenfahre. Die Karre ist aber auch so scheiße, ne? Das ist ja nicht mal der einzige Ford hier für Touring-Car, ne? Ich glaube, hier gibt es auch einen Ford GT. Der ist bestimmt auch besser als der hier. Aber man muss den nehmen. Ist ja klar, ne? Wenn du ein bestimmtes Auto im Summit nehmen musst, ist es meistens Schrott. Oh, wo kommt der jetzt hier raus mit dem Hintern? Aber egal, gut gekriegt die Kurve. Schreibt da einer, der Ford GT ist eigentlich ganz gut. Geh dich verbuddeln, Junge. Geh dich einfach verbuddeln. Leg ein paar Kerzen drauf und eine Blume und dann ist das Thema erledigt. Ford GT ist ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ich hab gehört, damit machen alle die Rekorde hier. Das ist auch wieder so eine Strecke hier, das müsst du eigentlich auch mit Windschatten fahren hier die ganze Zeit, ne? Am besten so mindestens ein Kollege, am besten komplette Crew und dann die ganze Zeit Windschattenparty. Aber das muss jetzt hier so reichen. Oh, wie schön, Alter! Gut, dass ich mir die Bremsverteilung auf die Mitte gemacht habe. Einfach rumdriften mit dem Ding. Fahren kann er sowieso nicht. Einfach driften.
Schön fahren geht damit eh nicht. Muss ich auch wieder hart konzentrieren mit dem Auto hier, ne? Das Auto sieht aber interessant aus. Ja, das schon. Zum Hinstellen, angucken oder ein bisschen Sound hören oder geradeaus fahren, ist doch bestimmt schon ganz cool. Sieht halt einfach aus wie so ein Hot Wheels Auto, ne? Ach schade, hätte auch unter 3 Minuten sein können. Na egal. Ah, perfekt. Reicht. Weiter. Komplettes Nitromischer Set, ich glaube, der ist auch verbessert. Jeweils 1% mehr, ne? Pure Extraportion. Und ganz wichtig, Profi-Einstellung machen. Sonst ist der Wagen Schrott, haben wir schon getestet. Ist Müll. Okay, wir driften eine Runde mit dem Mustang GT. Ich hoffe, die Strecke ist gut. Ja, jetzt hält er den Drift besser. Guck mal hier. Brauch nicht mal lenken, hält den Drift automatisch. Brauchst du fast noch nicht mal mehr bremsen hier. Ja, das ist doch viel besser jetzt. Viel besser. Also ihr könnt es versuchen ohne Profi-Einstellungen. Aber wenn der bei euch sich immer gerade ziehen will und den Drift nicht halten möchte, der Wagen, dann macht hinten Reifenhaftung einfach 2 runter. Oder ihr guckt im Discord, dann habt ihr komplette Einstellung für den Wagen. Aber jetzt keinen Bock hier einzustellen alles. Ach so, geht das chillig. Wird zwar jetzt auch keine geile Runde werden, aber ich glaube, ich bin durch. Ja, 640, das muss ja eigentlich reichen, ne? Ja. Also, ich habe jetzt hier zwar ein Punktebrecher-Set, ist aber Schwachsinn. Das ist einfach ein Set, was man irgendwann mal im Live-Summit gewonnen hat. Punktebrecher macht keinen Sinn, du kriegst nicht doppelt so viele Punkte. Das geht ja nur bei Test. Ich könnte genauso Nitromischer einbauen. Wir haben hier rutschig auf 14%, das ist Maximum. Heißsporen habe ich 2% mehr, weil die halt vom Summit sind, die Teile. Das ist halt der Wichtigste. Plus eure Kultpunkte, und zwar hier rechts auf Heißsporen. Und rutschig, alles draufpacken. Profi-Einstellungen, ich habe jetzt hier nur die Reifenhaftung hinten 2 runter gemacht. Wenn euch das nicht reicht, guckt im Discord, da habt ihr komplette Einstellungen mit allem Pipapo. Gehen wir erstmal. Aber komm, wir fangen von rechts an, ne? Fangen wir erstmal hier mit dem Slalom an. Der Checkpoint kickt mich einfach aus dem Leben raus, ey. Wird eh reichen, wegen Punktebrecher allein schon wahrscheinlich, ne? 155, passt. So, also komplettes Punktebrecher-Set und überall noch Testerprobt rein. Ich habe jetzt hier noch Wendig drin, habe ich mir vor 3 Jahren mal erstellt oder was, oder vor 2 Jahren, keine Ahnung. Bringt, glaube ich, gar nichts, Wendig. Hauptsache Testerprobt ist drin und Punktebrecher. Den gleichen Punktebrecher nehmen wir jetzt auch hier für Rally Raid, aber in einem anderen Fahrzeug. Finish it.
Hä? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss, Junge. Was ist das denn für ein Slalom? Ist der neu oder was? Also jetzt rechts. Aha. Und jetzt? Kenne ich überhaupt nicht, noch nie gemacht. Oder war der schon mal im Summit? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Sagt mir auf jeden Fall nichts. So, fertig. 155. Passt. Radarfalle. Steht da einfach rum, Alter, der NPC. Bester Mann. Oh, nee, komm. Ja, komm, das muss reichen. Scheiß drauf. Kein Bock mehr. Das muss halt auch mit Windschatten fahren, das macht das fast keinen Sinn hier, ne? Mit Windschatten bestimmt nochmal 10.000 Punkte mehr oder so. Ganz normal Nitro-Mischer mit pur und fanatisch. Profi-Einstellung wird sich auch lohnen bei dem Wagen, weil ihr müsst hier eine Kurve machen. Also das würde auf jeden Fall mit einem Kollegen machen, das macht gar keinen Sinn. Rallye Raid würde ich auch mit einem Kollegen machen und das Touring Car auch mit einem Kollegen machen am besten. Ansonsten eigentlich entspannen, ne? Jo, fertig, Digga. Arschlecken, Platin und Tschüssikowski.